Jo, Zuschauer Lanes, wir haben noch einiges vor uns in diesem Level, aber ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen können mit vereinten Kräften, also ich allein. ich allein, zusammen mit all meinen Freunden, Marco, Tyson, Marco, Polo. Oh, wenn ich doch nur noch ein Medipack hätte. Ein Medipack. Danach bin ich clean, ich schwör's, aber noch ein Medi... Oh mein Gott! Perfekter RNG gerade. Nein! Oh! So, der nächste Raum. Er wird auch die Hölle. Danach müssen wir noch eine Kiste verschieben. Vielleicht hätten wir es besser davor gemacht. Weil hiernach haben wir drei Typen. Lara hat an jedem Finger einen. Ich sag's euch. Oh, oder kann man... Nee, man kann sie nicht überspringen. Sie werden vermutlich zusammen mit der Flipmap schon vorher auf der Treppe ausgelöst. Aber doch nicht hier, oder? Seid ihr hier schon aktiv? Ja, seid ihr. Fuck. Dann müssen wir jetzt einfach nur unglaubliches Glück haben. Weil im Prinzip, da heißt das, der Schrotflintentyp darf einfach nicht treffen. Der auch nicht so oft. Ich bin doch tot, oder? Hier ist kein Medipack, leider. Oh, der mit dem, wenn der mit dem Gewehr hier reinkommt. Aha. Ah, nee, das sind nur die zwei Prügeltypen. So, jetzt geht's los. Ich meine, ups. Scheiße! Wie er headshottet. Er ist Headshot, Henry. Oh Gott, wie gut war das? Wie gut war das gerade? Nee, so ging das nicht. Wie habe ich das gemacht gerade? Ja, er trifft jetzt. Also an dem Schrotflintentypen, wenn es nur der wäre, kämen wir vorbei. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwie herausgefunden, dass man während so einem Luftsprung nicht sterben kann, nicht getroffen werden kann oder so. Aber das ist nicht der Fall. Um ehrlich zu sein, werde ich gerade öfter getroffen als eben die ganze Zeit. Was ist los? Scheiße. Es lief doch gerade so gut. Ups. Ja, das war anscheinend dann purer Zufall und reines Glück. Die beiden wieder. Heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Das war Next Level Shit. Wenn wir jetzt die Kiste in Ruhe verschieben können, dann haben wir es geschafft.
ich ändere das ein bisschen ab. Die Kiste in Ruhe verschieben und die Keycard in Ruhe einsetzen. Und ob das funktioniert, das in der nächsten Folge. Dinge, die nie passiert sind. Ach nein. Puh. Könnten wir machen. Also könnten wir schaffen, meine ich. Wenn sie mich in der Luft nicht erwischen, dann komme ich an ihnen vorbei. Man müsste halt auch mal die ganzen... irgendwie eine Montage machen, wo man die ganzen Fehlversuche rausschneidet und dort einfach mal eindrucksvoll zeigt, was für eine scheiß Glück wir halt in den einzelnen Versuchen hatten. Dahinter ist das Secret, oder? Vielleicht ist das Secret auch ein Medipack. Könnte sein. Warte, hier ist jetzt gerade zumindest mal kein Baller-Heini. Baller-Boris. Es ist Baller-Boris. Dieser Gegnertyp heißt ab jetzt Baller-Boris. Es gibt Knopf, es gibt... Wie ist der andere nochmal? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es jetzt auch Baller-Boris. Die neueste Addition im Tales Gaming Pantheon. Scheiße, Leute. Ja. Ja. Holen wir uns das Secret. Ups, hab vergessen, alle töten mich. Was ist das Secret? Es ist nur ein Drache. Ich hab vergessen. Ja. Secrets sind ja nur die scheiß Drachen in diesem Spiel. Die haben ja noch nicht mal Drachenseelen dabei wie in Skyrim. Die sind einfach nur nützlös. Nützlös. Nutzlos. Das ist das Wort. Genau, Knupp, Bob, Ballerboris. Das ist das Tales Gaming Pantheon. Dann gibt es natürlich noch Lara mit all ihren verschiedenen Formen, ja. Ich meine, wenn ich zum Beispiel den Quop-Bug mache, womit ich im 5. Level dem einen Typen das Leben gerettet habe, dann ist es Knatterlatter. Knatter-Lara. Weil ich finde, es klingt einfach so, als würde sie voll fies furzen. Dieses Geräusch, das sie dann macht. So, wir dürfen keine Glitches, beziehungsweise ich will es ja auf das Minimum zumindest beschränken. Deshalb müssen wir diesen Sprung schaffen. Ansonsten hätte es auch einen Swim Corner Bug getan. Knatterwatte. Ja, jedes Mal. Ja, klar! Habt ihr das gesehen? Oder habt ihr gerade weggeguckt? Ja, unnubus zum Blumen. Stimmt, es könnte auch sein, dass in irgendeinem Level die Secrets... wenn man alle drei hat, dass man dann ein Medipack bekommt. Müsste ich mich mal schlau machen. Weil, wie gesagt, die meisten Medipacks in Tomb Raider 2 werden halt von Gegnern getragen. Oh Gott. Oh Gott, Leute! Ich weiß nicht, wie viele Folgen dieses Level jetzt hatte. Aber wir sind durch. Wir sind im Grunde genommen durch. Hier gibt es jetzt noch zwei erzwungene Kills. Das Level endet nicht, bevor wir die beiden Typen töten. In Ordnung, Marco. Willkommen an Bord. Was willst du? Na komm schon. Willst du den Stock spüren? Also sag endlich, wo im Kloster sollen wir suchen? Was meinst du, Bruder? Jo, genau. Das Level endet leider nicht, bevor wir diese beiden Typen um die Ecke töten. Deshalb sind das zwei weitere Gegner, die wir töten müssen. Wir müssen sie töten. Es gibt keinen Weg drumherum.
Trotzdem können wir uns ja mal gucken, ob sie Loot haben. Aber leider nicht. Die einzigen beiden Typen, die ich töten muss, haben keinen Loot. Und hier ist halt nur das Gold Secret. Das bringt uns jetzt auch nicht wirklich was. Okay, aber wir haben es geschafft. Wir haben dieses Level erfolgreich absolviert. Werde gerade nach der Version gefragt. Das hier ist die Version, die bei dem deutschen Lösungsbuchheft dabei war. Kann sie ja in der nächsten Folge ja mal in die Kamera halten. Auf jeden Fall, das ist der Grund, warum das deutsch ist. Ich habe wirklich eine physische CD in meinem Laufwerk liegen und spiele von dieser CD das Spiel. Na, beziehungsweise, ich glaube, ich habe ein Image und die CD liegt trotzdem im Laufwerk. Aber auf jeden Fall spiele ich genau diese Version. Und die ist halt deutsch. Ich fände es sehr schade, dass Steam die deutschen Versionen nicht hat. Also, dass die deutsche Sprachausgabe auf Steam nicht zu finden ist. So. Ich kann euch ja schon mal anteasern. Ab der Stelle hier wird das Ganze außerdem ein bisschen blind. Ich habe zwar für den Speedrun damals trainiert, aber da nimmt man ja so eine Route mit Glitches, eine vollkommen andere als die normale Art, das Level zu lösen. Und ich habe gerade ab diesen Leveln hier keine Ahnung mehr, wie die überhaupt noch gehen. Also, das könnte jetzt sich ein bisschen entschleunigen. Nur so als Hinweis. Ich kann immer noch nicht fassen, dass ich das letzte Level überhaupt überlebt habe. Ich denke mal, mittlerweile können wir die große Mauer überschreiben. So, hier muss man irgendwie Wasser ablassen, richtig? Wie lange ist es her, dass ich dieses Wasser abgelassen habe? Ja, hier. Okay, keinen Schaden bekommen, das ist schön. Leider auch kein Medipack. Leute, gebt mir doch endlich ein Medipack. Im Wrack der Maria Doria bekommen wir zumindest ein kleines. Daran kann ich mich noch erinnern. Ah, so läuft dieses Level dann alle. Wo kam das alle her? Ich weiß nicht. Manchmal sage ich solche Sachen wie, das können wir nur sie. Und so läuft das Level dann alle. Tu das nicht, Lara. Spring doch einfach darüber. Kann ich jetzt hier hoch? Hier kommt ein Typ, der auf mich ballert und dann ballern alle anderen mit. Beziehungsweise noch ganz viele andere. Aber zum Glück kenne ich diesen Raum noch ziemlich gut aus dem Speedrun. Yay. Nein! Sorry, aber diesen Schaden müssen wir eigentlich nicht kassieren. Aua. Den auch nicht. Holy shit. Fast tot. Wie konnte das passieren? Danke, Lara. Danke. Ich hätte vielleicht nicht ganz so oft Bitte sagen müssen, aber danke. So, ich weiß, dass man im Speedrun, da sind so Flammen und im Speedrun läuft man halt einfach durch und heilt sich. Nur ohne Medipacks wird das schwer. Deshalb müssen wir das irgendwie anders machen. Ich meine, hier sind jetzt wenigstens mal keine Gegner. Bin sehr dankbar dafür. Ja, das sind die Flammen. Man kann ohne Schaden durch, also direkt da durchspringen tatsächlich. Aber ich glaube, ich habe die Chance auf ein Medipack und das will ich nicht versauen.
Diese Chance will ich, diese einmalige Chance will ich nicht wegwerfen. Was war das denn? Chance will ich nicht wegwerfen, okay? Ich habe immer noch keine Fackeln. Das ist die falsche Tür. Herzlichen Glückwunsch. Falsche Richtung. Lara, lerne es doch endlich. Es ist die falsche Richtung. Da, hier sind wir richtig. Nee, leider kein Medipack. Ach, Menno, nein. Ach, Menno-Leidchen. Öffnet sich da wirklich nur das Feuer? Gibt's nicht ein Secret hier auch? Und ich meine, im Secret-Raum könnte zumindest ja auch ein Nigrit sein, ein Geheimnis sein. Ein Medipack, das meine ich, ein Medipack. Bitte sei offen. Ne, anscheinend habe ich das falsch in Erinnerung. Anscheinend. Ah, so ging das. Jetzt ist die andere Tür nämlich offen. Ups. Wie genau kann ich als Speedrunner eigentlich bei einem Raum versagen, in dem es nur darum geht, schnell zu sein? Warte, jetzt ist das erste Feuer. Ah. Ich verstehe das Rätsel. Wir müssen jetzt praktisch irgendwie schnell wieder zu dem Hebel kommen, der das erste Feuer deaktiviert. Bestimmt bin ich schon viel zu langsam. Scheiße. Nein! Nein! Bitte sag, dass ich noch durchkomme. Oh mein Gott, wie schlecht war ich denn? Wie zur Hölle, warum zur Hölle lassen die mich leben? Die wollen doch was von mir. Oh nee, hier kommt ein Fischi. Hier unten ist ein Secret, aber das ist, glaube ich, halt nur der goldene Drache, kein Medipack oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, woraus dieses Level jetzt noch besteht. Also wir können auf jeden Fall den einen Glitch nicht benutzen, mit dem wir per Kopfsprung jeglichen Fallschaden negieren. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall noch irgendwie Wasser in einen Raum lassen. So etwas gibt es hier noch. Solch Ungemach findet hier noch statt. So, wir haben verkackt, den Raum zu skippen, aber das macht nichts. Dann machen wir ihn normal. Wie macht man den Raum normal? Scheiße. Ja, so viel dazu. Ich habe sie gewarnt. Hier ist doch eine Kiste.
Ich erinnere mich. Zieh jetzt die Kiste, Lara. Hör jetzt auf damit. Und was diese Kiste so Wunderbares tut und was wir im Level 40 Schaden alles so erdulden müssen, das in der nächsten Folge. Bis dahin, Zuschauer, tschüss!